Hamburg, das steht für die meisten vermutlich für die Elbphilharmonie, für die Reeperbahn, für den Michel vielleicht. Seit geraumer Zeit wächst die Bekanntheit der Hansestadt allerdings noch wegen etwas anderem, und zwar wegen Kokainschmuggels. Laut Bundeskriminalamt wurden in diesem Jahr bisher rund 35 Tonnen Kokain in Deutschland registriert, eine Rekordmenge. Das meiste davon kommt im Hamburger Hafen an. Dieser präsentierte Kokainfund ist nur ein Bruchteil der beschlagnahmten Jahresmenge. 35 Tonnen des Rauschgifts haben Zoll und Polizei in diesem Jahr in Deutschland bislang sichergestellt. Mehr als jemals zuvor. Experten befürchten, dass insbesondere der Hamburger Hafen für die Kokainmafia immer attraktiver wird. Weil eben in Rotterdam und Antwerpen auf der Linie der Seefrachtschiffe entlang der Nordseeküste dort weitere stärkere Maßnahmen von den Kollegen vom Zoll und von der Polizei in Belgien, Niederlande vollzogen werden. In der Folge weichen die Schmuggler offenbar vermehrt auf deutsche Häfen aus. Waren es 2019 noch 10 Tonnen Kokain, wurden 3 Jahre später bereits 20 Tonnen beschlagnahmt. Bis Ende dieses Jahres werden es mehr als 40 sein, schätzen Ermittler. Für die Sicherheitsbehörden ein Warnsignal. Denn inzwischen unterwandere die organisierte Rauschgiftkriminalität sogar das Hamburger Hafenpersonal. Es ist in der Regel so, dass tatsächlich einzelne Mitarbeiter gezielt angesprochen werden. Man versucht herauszufinden, ob vielleicht auch finanzielle Notlagen bestehen, um dann gezielt Personen gegen die Zahlung von Geld quasi dafür zu gewinnen, das Kokain zu bergen. Mit Kampagnen sollen Hafenmitarbeiter nun sensibilisiert werden. Eine Maßnahme, um in deutschen Nordseehäfen den Kokainschmuggel zu bekämpfen. Und zu diesem Thema ist jetzt bei mir im Studio mein NDR-Kollege, der Reporter Benedikt Strunz. Schönen guten Tag. Hallo. Ist es tatsächlich so viel mehr Kokain geworden, dass da über den Hamburger Hafen geschmuggelt wird, oder wird einfach nur verstärkt danach gesucht? Ich befürchte, Letzteres ist der Fall, denn man sieht, egal wie viel Kokain gefunden wird, und das sind ja teilweise 10 Tonnen auf einmal, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Großmarktpreis. Darum gehen Fahnder davon aus, dass wirklich diese gigantischen Mengen, die da reinkommen und gefunden werden, wirklich nur ein Bruchteil sind. Es gilt nach wie vor die Faustformel: Für einen Kokainbarren, der gefunden wird, gehen wahrscheinlich 9 weitere ungefunden durch. Das heißt, diese 35 Tonnen, das ist am Ende auch nur ein Bruchteil. War der für Deutschland komplett bestimmt oder geht es von Hamburg aus in die ganze Welt? Nein, es ist wirklich so, die organisierte Kriminalität in Lateinamerika verkauft an Mafia-Organisationen, mafiaähnliche Organisationen in Europa. Und diese Organisationen suchen sich dann die Orte, die Eintrittspunkte, wo sie am besten reinkommen. Das kann Antwerpen sein, das ist häufig Rotterdam. Und jetzt sehen wir offenbar eine Art Verschiebung, dass immer häufiger auch Hamburg angepeilt wird, einfach weil man da das Kokain besser reinbekommt. Und genau, du hast es gerade schon kurz angerissen. Woher kommt das ganze Zeug? Wir haben die Kokainanbaugebiete in Lateinamerika. Da besteht sozusagen ein Großmarkt, da wird es hergestellt. Und dann sorgen eben Schmuggelbanden dafür, dass es hier nach Europa gebracht wird. Dafür gibt es unterschiedliche Wege. Der Seeweg ist der beste, weil man große Mengen transportieren kann. Und dann geht das eben in die Hotspots. Ich habe sie eben genannt, die 3, manchmal auch nach Spanien, manchmal nach Italien. Es gibt aber derzeit wirklich keinen Weg, der unversucht gelassen wird, um Kokain hierher zu bringen. Wir sehen teilweise auch den Schmuggel per U-Boot, per Fischerboot. Per U-Boot? Per U-Boot auch. Also es wurden U-Boote immer wieder jetzt in Spanien vor den spanischen Küsten festgestellt. Also wir erleben derzeit wirklich eine gewaltige Kokainschwemme mit allen gravierenden sicherheitspolitischen Folgen, die das nach sich zieht. Das eine ist ja das Angebot, das andere ist ja aber auch die Nachfrage. Ist die so stark gewachsen oder gab es die schon immer? Nein, die gab es nicht immer. Wir haben noch ungefähr vor 10 Jahren so ein kulturelles Phänomen, was man so einordnen kann. Das war eine Schickeria-Droge, das war die Droge der Upper Class, der High Society. Das ist nicht mehr so, sondern wir sehen jetzt, das ist auch die Droge des normalen Mannes, der normalen Frau. Ich kenne Leute, die Kokain schnupfen, weil sie Schmerzen haben beim Bauarbeiten. In den Recherchen habe ich aber auch Leute gesehen, die das nehmen, um besser fernfahren zu können. Also das ist schichtunabhängig. Ich kenne auch Studierende, die das hedonistisch konsumieren. So, man sieht das wirklich in allen Schichten. Das heißt aber, das wäre eigentlich auch ein Problem, das mal politisch geregelt werden müsste. Definitiv. Die Konsumseite ist ein ganz, ganz wichtiges Problem. Der gesundheitspolitische Aspekt daran, denn eine langfristige starke Kokainsucht unterscheidet sich auch nicht so stark von einer langfristigen Heroinsucht beispielsweise. Also das wird dann richtig ungemütlich.
Das ist aber der eine Aspekt. Und dann haben wir natürlich diesen ganz, ganz großen Bereich des sicherheitspolitischen Aspektes. Ich überlege mir immer, wenn ich jetzt diese gigantischen Mengen sehe, die da mutmaßlich hier reinkommen, dann versuche ich das einmal umzurechnen in Geld und stelle mir die große Frage, was passiert eigentlich mit diesen Milliarden, die da erwirtschaftet werden und die wirklich direkt in die Taschen der organisierten Kriminalität gehen? Und das, was ich da sehe, lässt sich einfach so zusammenfassen, diese Kokainschwemme wirkt im Grunde wie ein Steroid für die organisierte Kriminalität und zwar in ganz Europa. Jetzt haben wir letzte Woche gerade in Hamburg ja auch wieder einen größeren Fall gehabt. Da gab es 5 Festnahmen und da war dann in der Pressemitteilung der Polizei auch gleich die Rede von Luxusautos, Sportbooten, die da beschlagnahmt wurden. Ist diese ganze Szene wirklich genauso, wie man sie sich in einem Film vorstellt? Nein, ist sie nicht. Man sieht das auch mit Luxusartikeln. Man sieht aber auch sehr überlegt vorgehende Akteure da. Bei der Festnahme, die du jetzt angesprochen hast, ist ein Aspekt für mich noch spannender persönlich. Wir sehen, dass alle Täter bewaffnet waren. Da wurden 5 scharfe Schusswaffen sichergestellt bei der Razzia. Und nach meinen Informationen ist die Razzia auch insofern herausstechend, da wir sehen, dass es hier um ein Verfahren geht, bei dem ein Container, der eigentlich schon vom Zoll gesucht wurde, auf dem Hafengelände plötzlich verschwunden ist. Das heißt, es ist ein Verfahren, wo es auch offenbar Innentäter gab im Hafen, die mit den organisierten Kriminellen zusammenarbeiten. Ich habe das gerade, wir haben das gerade eben schon im Beitrag gehört. Das ist so ein Phänomen, was Sicherheitsbehörden wirklich Sorgen bereitet. Weil wenn du den Hafen infiltriert hast, wenn die OK da einmal drin sitzt, dann machst du einen ganz schlechten Schnitt nur noch als Polizei und als Zoll. Lass uns 2 Stichworte nochmal aufgreifen. Innentäter, OK heißt organisierte Kriminalität. Das heißt, da ist quasi im Hafen sind Leute, die da eigentlich ganz normal arbeiten und die bekommen dann von außen Geld, damit sie dafür sorgen, dass ein Container vielleicht plötzlich mal von A nach B auf einer anderen Stelle steht, als er eigentlich stehen sollte, oder? Ganz genau. Also wir sehen beides. Wir sehen organisierte Kriminelle, die versuchen, Leute im Hafen zu platzieren, gezielt. Wir sehen aber auch, dass Hafenmitarbeiterinnen, beispielsweise Logistiker, Lkw-Fahrer angesprochen werden und die bekommen dann Geld. Ich habe in meinen Recherchen jetzt für diese Geschichte einen Fall erlebt, der, finde ich, exemplarisch ist. Den möchte ich einmal erzählen. Eine junge Frau arbeitet im Hafen als Logistikerin, 36 Jahre alt, ein Familienhaus, Mutter von einem ganz kleinen Kind und wirklich, kann man sagen, einfach etabliert, ja, und macht ihren Job. Und eine Freundin spricht sie an und sagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir einmal helfen, einen Container da rauszubekommen? Die Freundin arbeitet auch im Hafen. Diese junge Frau, von der ich da gerade spreche, weiß, es geht da um was Illegales, hat vielleicht auch so ein bisschen Abenteuerlust, überlegt sich auch, vielleicht geht es da um Drogen und macht das dann. Die gibt einfach ein paar Informationen weiter an eine dritte, ihr unbekannte Person und letztlich stellt sich raus, und das wusste sie nicht, in diesem Container, der dann letztlich den Hafen gar nicht verlassen hat, aber in diesem Container, um den sie sich kümmern sollte, war 1 Tonne Kokain. Und die Person, mit der sie da indirekt Kontakt hatte, das war wirklich eine richtige Größe des Hamburger Kokainhandels. Und letztlich wurde sie geschnappt und die Frau hat dann nach dieser Tat, obwohl das alles nicht geklappt hat, 20.000 Euro erhalten. Also nur um mal so eine Summe zu nennen für ein paar Informationen. Jetzt sitzt sie im Gefängnis und zwar für 3,5 Jahre. Das Ganze klingt jetzt fast so ein bisschen harmlos, weil es irgendwie nach einem Actionfilm klingt, ein bisschen was Aufregendes. Vielleicht macht man was Illegales, am Ende fließt Geld. Aber wie gefährlich ist das auch, wenn da so viele Waffen unterwegs sind? Das ist das große Problem. Wenn wir nach Antwerpen gucken oder nach Rotterdam, Amsterdam, dann sehen wir, der Kokainmarkt da ist noch weiter fortgeschritten als jetzt in Hamburg. Wir sehen da, dass kriminelle Banden sich gegenseitig Konkurrenz machen und diese Konkurrenzstreitigkeiten austragen auf offener Straße mit Maschinenpistolen, mit Handgranaten und sich wirklich da ans Leder gehen. Und wenn da einer dazwischen läuft, dann läuft er dazwischen. Also da gibt es auch Tote in der Zivilbevölkerung aufgrund dieser Schießereien. Das Problem da ist auch, diese Gruppen richten sich nicht nur, oder die Streitigkeiten dieser Gruppen richten sich nicht nur gegeneinander, sie richten sich mittlerweile auch gegen den Rechtsstaat, gegen die Demokratie, gegen Vertreter der Demokratie, auch gegen Vertreter der Presse. Das ist beängstigend. Soweit ist es bei uns nicht, soweit soll es auch nicht kommen. Wir sehen aber auch in Hamburg, dass es verstärkt Schießereien gab. In dem letzten Jahr 14 Stück ungefähr, die ich gezählt habe, wo ich sagen würde, die sehen alle sehr danach aus, dass es da um Kokainstreitigkeiten geht. Und das ist eben so ein Punkt, wo Zoll und Polizei, aber auch Politik mittlerweile sagen, wir müssen dringend, dringend dagegen steuern. Umso besser, dass ihr der Sache journalistisch auf der Spur seid. Danke, Benedikt Strunz. Gerne.